Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch mal darstellen, wie die Friedenssicherung der Vereinten Nationen funktioniert. Und dabei wollen wir euch natürlich auch darstellen, welche Maßnahmen ergreift denn die UN überhaupt, um diese Friedenssicherung durchzuführen. Dabei haben wir ein Buch über das ganze Thema verfasst, unter anderem natürlich auch über die Friedenssicherung, allgemein aber über die Vereinten Nationen, die UN, wie das Ganze organisiert ist und wie das Ganze funktioniert. Das Buch ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Und wir fragen uns ja heute, welche Maßnahmen ergreift die UN, um den Frieden durch die UN zu gewährleisten? Dabei ist es so, die Vereinten Nationen versuchen gemäß ihrer Ziele, den Weltfrieden zu sichern und allgemein die Sicherheit für alle Menschen der Welt herzustellen. Dadurch wird eigentlich schon eine Zielvorgabe, die die UN natürlich hat, das haben wir euch in einem anderen Video schon mal erklärt, sehr deutlich. Es gilt nämlich darum, den Weltfrieden zu sichern und gleichzeitig die Sicherheit in allen Beitrittsländern, also Mitgliedstaaten, darzustellen und auch langfristig zu gewährleisten. Dazu hat man sich auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, die alle Mitglieder unterschrieben haben und so die Friedenssicherung stattfinden kann. Und dabei ist es so, dass ein allgemeines Gewaltverbot existiert. Das heißt, jeder der Mitgliedstaaten hat ein Papier unterschrieben, auf dem unter anderem festgelegt wurde, dass ein allgemeines Gewaltverbot existiert. Und das führt dann dazu, dass es eine kollektive Sicherheit gibt. Diese kollektive Sicherheit, also die gemeinsame Sicherheit aller Vereinten Nationen, führt dementsprechend dazu, dass man aus diesem allgemeinen Gewaltverbot praktisch eine gewaltfreie Zone über die Welt verteilt erschaffen möchte. Und dadurch, dass es verboten ist, bekommen natürlich dann die Mitgliedstaaten, die eine solche Gewalt ausüben, enorme Probleme und können vor den einzelnen Instanzen, die die Vereinten Nationen haben, natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wichtig ist dabei, dass der Sicherheitsrat existiert. Dieser existiert maßgeblich, um den Weltfrieden zu sichern. Das ist eine seiner Hauptaufgaben und natürlich dann individuell in den einzelnen Ländern der Mitgliedstaaten zu überprüfen, inwiefern diese Gewaltverbote eingehalten werden oder auch nicht und dann mit gewissen Maßnahmen zu reagieren. Der Sicherheitsrat ist dementsprechend das einzige Organ, was aufgrund von Verstößen gegen das Gewaltverbot Maßnahmen ergreifen kann. Dabei ist die erste Instanz typischerweise, dass Empfehlungen ausgesprochen werden. Diese Empfehlung soll dann dazu führen, dass die Mitgliedstaaten erstmal gewisse Dinge umsetzen. Beispielsweise kann es auch häufig sein, dass das Gewaltverbot missachtet wurde, weil gewisse Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten nicht beigelegt wurden oder weil gewisse Möglichkeiten der innerländischen Politik nicht ausgeschöpft wurden. Und da kann es hilfreich sein, wenn der Sicherheitsrat eine solche Empfehlung ausspricht. Diese Empfehlung hat dabei noch keinen Aktionscharakter, sondern stellt, wie der Name schon sagt, nur eine dringende Empfehlung dar, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen. Falls diese Maßnahme dann nicht ergriffen wird oder falls diese Maßnahme nicht dazu führt, dass das Gewaltverbot wieder eingehalten werden kann, kann der Sicherheitsrat dann Blauhelmsoldaten einsetzen. Diese Blauhelmsoldaten, und das ist ganz wichtig, sind nicht militärisch. Die UN hat kein eigenes Militär, was dementsprechend auch nicht eingesetzt werden kann, weil es ja nicht vorhanden ist. Und der Einsatz der Blauhelmsoldaten soll unter anderem dazu dienen, dass vor Ort Infrastrukturen aufgebaut werden, die es leichter machen und ermöglichen, dass das Gewaltverbot eingehalten werden kann und dass die Ziele des Weltfriedens wieder erreicht werden können. Somit versuchen die Blauhelmsoldaten durch nicht militärische Maßnahmen zu versöhnen und natürlich den Frieden wiederherzustellen. Das kann zum Beispiel auch sein, indem man in den Ländern mehr Bildung wiederherstellt oder auch einfach nur verhandeln und vermitteln tut. Außerdem ist es möglich, dass der Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen anordnet. Diese Zwangsmaßnahmen können dann zwangsweise umgesetzt werden, weil sie im schlimmsten Fall dazu führen können, dass man aus der UN ausgeschlossen wird. Denn wenn der Sicherheitsrat bestimmte Maßnahmen beschließt und diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden, weil sie der Friedenssicherung dienen sollen und dann eben vom Mitgliedstaat ignoriert werden, dann führt das dazu, dass die Vereinten Nationen zunächst nicht militärische Sanktionen beschließen, zu denen kommen wir gleich nochmal. Und falls diese dann wiederum nicht
ausreichend sind, kann sogar im schlimmsten Fall damit gedroht werden, und das kann auch umgesetzt werden, dass der Mitgliedstaat von der UN ausgeschlossen wird. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass viele Vorteile einfach erlöschen. Ganz wichtig, nicht-militärische Sanktionen schließt auch ein, dass die UN Sanktionen beschließen kann, die vor allen Dingen wirtschaftlich sind. Denn typischerweise ist es ja so, dass viele der Staaten dadurch profitieren, dass die UN auch ein Bündnis vieler Mitgliedstaaten ist, was auch dazu führt, dass Verhandlungen besser stattfinden können und dass gewisse wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Falls der Sicherheitsrat jetzt aber nicht militärische Sanktionen beschließt, wirtschaftliche Sanktionen beschließt, dann kann das dazu führen, dass der jeweilige Mitgliedstaat, in dem ein Gewaltverbot missachtet wird, so enorm eingeschränkt wird, dass es sich für ihn mehr lohnt, die Sicherheit wiederherzustellen, den Frieden wiederherzustellen, als dagegen zu verstoßen. Also das ist typischerweise eine Sanktion, die sehr effizient ist. Und damit möchten wir euch jetzt letztendlich auch noch einen kleinen Merksatz an die Hand geben. Und wichtig, was ihr euch merken solltet, ist Folgendes. Trotz der nicht-militärischen Maßnahmen kann die UN wirksame Maßnahmen ergreifen. Beispielsweise greift die UN in vielen derzeitigen Krisengebieten an. Ihr könnt euch eigentlich praktisch sicher sein, dass in jeder der jeweiligen Krisengebiete, die es derzeit gibt, und es gibt ja doch ein paar, kann man sich sicher sein, dass die UN eingreift. Dabei ist es häufig nicht so prominent, weil es nicht militärische Maßnahmen sind. Wichtig ist allerdings trotzdem, dass selbst nicht militärische Maßnahmen natürlich dazu führen, dass die UN wirksam agieren kann. Und diese wirksamen Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf Sanktionen, sondern teilweise auch schon auf die Empfehlungen, die ganz am Anfang ausgesprochen werden. Nun wollen wir euch das einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, bevor das Video jetzt zu Ende ist. Wichtig ist, dass eine allgemeine Existenz der Gewalt ausgeschlossen werden soll. Es soll eine kollektive Sicherheit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten geben. Alle haben dazu ein Papier unterzeichnet, was ein allgemeines Gewaltverbot existiert. Dabei ist es so, dass der Sicherheitsrat agieren kann, und da kann der Sicherheitsrat unter anderem Empfehlungen aussprechen oder auch Blauhelmsoldaten einsetzen. Diese sind dabei nicht militärisch und dementsprechend auch nicht dazu befähigt, militärisch einzugreifen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit der Zwangsmaßnahmen, und das können unter anderem nicht militärische Sanktionen sein. Nicht militärische Sanktionen führen dann wiederum dazu, dass zum Beispiel wirtschaftliche oder auch soziale Einschränkungen bei Verhandlungen ermöglicht werden, und das typischerweise ein sehr probates Mittel, um gewissen Mitgliedstaaten zu drohen und dadurch dann die Maßnahmen der UN zu unterstützen. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ihr könnt gerne mal kommentieren, falls ihr noch Vorschläge für weitere Videos habt. Falls es so sein sollte, macht das gerne. Lasst ein Like da und haut rein. Das war's von diesem Video. Ciao.